Soldaten in der Grundausbildung müssen sich aktuell freiwillig melden, die Wehrpflicht ist ausgesetzt. Foto, Stefan Sauer, Deutsche Presseagentur. Ein Dienstjahr auch für Ruf nach Rückkehr der Wehrpflicht wird in der CDU lauter. Seitdem die Wehrpflicht 2011 ausgesetzt wurde, ist die Bundeswehr zu einer freiwilligen Armee geworden. Für Beobachter hat sich die Qualität der Truppe damit nicht verbessert. In der CDU werden auch deshalb Stimmen laut, die eine Wiedereinführung des Pflichtdienstes in der Armee fordern. Wir brauchen die Wehrpflicht, und sie soll für Männer und Frauen gelten, sagte der Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Samstag. Es solle ein verpflichtendes Jahr eines Dienstes geben, und wer nicht zur Bundeswehr geht, kann es anderswo ableisten, ergänzte Sensburg, der auch Oberstleutnant der Reserve ist. Angesichts einer unsicheren Weltlage sei die Wehrpflicht für die ureigene Aufgabe einer Armee, die Verteidigung des eigenen Landes, unabdingbar. Die Wehrpflicht war zum 1. Juli 2011 ausgesetzt worden. Seitdem ist die Bundeswehr eine Freiwilligenarmee. Sie steht nun in Konkurrenz mit der Wirtschaft, um junge Leute zu gewinnen. Dem Bericht zufolge spielt die Idee einer allgemeinen Dienstpflicht auch für CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer eine wichtige Rolle bei ihren Planungen für das neue Grundsatzprogramm der Partei. Sie wolle das Thema beim Bundesparteitag im Herbst als eine der Leitfragen im Programmprozess beschließen lassen. Offen lasse Kramp-Karrenbauer, ob sie einen verpflichtenden Dienst anstrebte oder einen freiwilligen Dienst, der Anreize für Absolventen etwa im Studium bietet. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Oswin Veit, der auch Vorsitzender des Reservistenverbandes der Bundeswehr ist, machte sich ebenfalls für eine allgemeine Dienstpflicht stark. Sie soll 12 Monate dauern und für junge Männer und Frauen über 18 Jahren gelten, sagte er der FAZ. Die Wahlmöglichkeiten für den Dienst sollten von der Bundeswehr über das Technische Hilfswerk bis zu Diensten in der Gesundheitsversorgung und der Pflege gelten und ordentlich besoldet werden. Für die SPD sagte deren Verteidigungspolitiker Fritz Felgentreu der FAZ: Wir müssen eine gesellschaftliche Debatte darüber führen, ob wir auf dem heutigen Weg, die Bundeswehr möglichst attraktiv zu machen, tatsächlich die Personalzahlen erreichen, die wir für die Landes- und Bündnisverteidigung brauchen.